Zur Prophylaxe gehört der Bewegungsplan, wo unter anderem die Bewegungsarten und die Zeitabstände dokumentiert werden. Die Bewegungsfolge muss für den Bewohner komfortabel sein. Die Lage in der Position 30 Grad rechts, die nach einer Weile von der Rückenlage und später von der Position 30 Grad links abgelöst wird, ist nur eine Möglichkeit. Wie häufig sollten wir bewegen? Die Lagungshäufigkeiten sind nicht wie früher üblich zweistündlich vorzunehmen. Das ist vermutlich ein Ritual. Wir gehen heute davon aus, dass eine individuelle Bewegungshäufigkeit erfolgen muss, die circa zwischen 1 und 4 Stunden liegt. Bestimmen tue ich das mit 2 Möglichkeiten. Das eine ist ganz einfach das Ergebnis der Risikoskala. Und das zweite ist, nach jeder Umlagerung führe ich den Fingertest durch, mit dem ich überprüfe, ob die Lagerungsfrequenz noch ausreichend ist oder nicht. Professor, wir drehen Sie einmal zur Seite. Wenn wir beim Bewegen bzw. Lagern eine Rötung entdecken, die in der Region von Knochenvorsprüngen liegt und sich mit dem Finger nicht wegdrücken lässt, besteht eine akute Dekubitusgefahr und wir müssen entsprechend reagieren. Oh. Dann müssen wir aber die Lagerungsintervalle mal verändern, Frau Fischer. Eine aus Belgien stammende Idee, pfiffig und kostengünstig umgesetzt. Die kleine Plexiglasscheibe eines Schlüsselanhängers, noch dazu mit Lupenfunktion, macht die Beurteilung der Rötung noch sicherer.